Jo, servus und hallo zurück zu einer weiteren Folge Mirror's Edge. Wir sind auf der Flucht vor der Polizei. Und sind gerade gestorben, was irgendwie nicht so ideal gelaufen ist. Diesmal werden wir das ein bisschen besser machen. Und zwar entwaffen wir den gleich. Okay. What the fuck? Also eben echt gedacht, dass es ein Kopfschuss war, aber dann halt nicht. War dann anscheinend doch keiner. Ich bin nur froh, dass das alles rot angezeigt wird, was wir da brauchen. Sorry für den kurzen Schmatzer. Kann echt kurz werfen. Ich komme klar. Wir können reden. Shit. Hau ihr ab, los. Oh fuck. Oh, das schaut gut aus. Es gibt anscheinend echt viele Cutscenes. Hallo. Schau, Mama, ich bin im Fernsehen. Hui! Sollte ein entspannter Job werden. Warum haben sie geschossen? Was hast du angestellt? Weiß nicht. Die haben einfach losgeballert. Keine Ahnung, was da los ist. Ich höre mich mal um. Komm zurück zur Basis, Faith. Okay. Dann gehen wir zur Basis. Ich weiß nicht, eigentlich sollten wir mit der Polizei so quasi zusammenarbeiten. Eigentlich sollten die uns ja in Ruhe lassen, oder? Aber ich lasse euch kurz in der Cutscene. Ich treffe mich mit Pope, Robert Pope. Ich nehme seine Aussage wegen des Einbruchs auf. Letzte Woche, 56 West Arlen Drive. Sagen Sie das Miller. Verstanden. Ich gebe die Nachricht weiter, Officer Connors. Danke, Connors, Ende. Hallo, Schwester. Bist du da, Kleine? Hi, Mark. Ich wette, du hörst den Funk ab. Du kennst mich. Versuch zu schlafen. War ein harter Tag. Morgen höre ich mich mal ein bisschen um. Möchte wissen, warum die Cops so schießwütig waren. Ich schaue später vorbei und schmeiß die Pizza nicht weg. Ich mag den Belag etwas reifer. Reifer. Klar, verstehe. Bis dann, Merk. Hit. Schusswechsel. Wiederhole, Schusswechsel. Alle Einheiten sofort nach 56 West Arlen Drive. Seien Sie vorsichtig. Kate. Hey! Merk! Haust du ab? Kling dich ein und überwach mich. Irgendwie ein echt sehr, sehr, sehr geiles Szenario. Wenn du mir erklären willst, wo du bist und was du eigentlich machst, sag Bescheid. Sie ist meine Schwester. Ah, okay. Ich versuche herauszufinden, was los ist. Kleinen Moment. Okay, weiter geht's. Ah, das war schon wieder so boostert. Also die Levels sind so schlauchig teilweise, dass man sie anscheinend echt schlauchig spielen muss. Drake meint, es gäbe Stress am West Island, bei Popes Haus. Ich schätze, du bist dahin unterwegs, aber sei vorsichtig, keiner weiß, was da vor sich geht. Und was ich bis jetzt sehr schwach finde an dem Spiel, ist das Mastering von der Voice von den ganzen Leuten. Das ist echt jetzt nicht sonderlich gut gemacht, finde ich. Also die sind einfach viel zu leise. Sind wir da richtig? Na, von da sind wir gerade gekommen.
What the fuck? Ah, da geht's weiter. Alles klar. Ja, oder auch nicht. Schmerz. Wieder von vorne? What the fuck? Und wieder springen, ist so komisch, Zeitl. Das ist auf jeden Fall nicht ideal. Elektrozäune sind alle so ideal. Okay. Das schaut ja ganz gut aus. Und von da müssen wir wahrscheinlich wieder weiter. Abrollen, damit wir kein Damage bekommen. Ah, schon langsam wird's. Sie kommen schon langsam rein. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Endlich jemand, der hier wirklich was verändern könnte. Die Kameraführung gibt ein bisschen Motion Sickness mit der Zeit eventuell. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So. Ist sie Aufzug. Das können wir machen, Kappa. Und die nächste Cutscene. Kate, was machst du denn hier? Was ist das? Du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam, saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann die nicht... Die Cops kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich! Jetzt geh! Und Faith. Danke. Ja, da gibt's Match Cutscene. Match Wow. Halt links. Okay, das werden wir. Wow, ist es laut. What the fuck? Das Wortteam rückt vor, Faith. Such einen Weg daraus. Okay. Das ist ultra laut. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Bezüglich, bisschen Mastering oder so. Buchhaltung müsstest du rauskommen. Hä? Da keiner draus. Ah, das war nicht so schlecht. Ups. Hallo, geh hoch. What the fuck, das schaut nicht gut aus. Hoppla. Genau das würde ich die ganze Zeit verhindern. Mhm. Das müsste eigentlich gehen, ja, tut's auch.
Aber jetzt glauben die ganzen sicher, dass wir das waren. Das ist wiederum eher nicht so gut, würde ich mal behaupten. Ich hab auf Abrollen drückt. Also die sind echt ziemlich aggressiv. Also ich hoffe, es ist okay bei euch von der Lautstärke her. Also schlimmer als bei mir kann es gerade nicht sein. Ich habe keine Ahnung, anscheinend habe ich irgendwas an meinem PC umgestellt. Aber ich sehe noch, dass ich noch etwas lauter bin zum Glück. Das heißt, ich sollte jetzt mir noch hören. Ich höre mich selber auf jeden Fall nicht mehr. Was mit dem Abrollen? Dann da geht es wieder richtig heftig um Timing. Oh, da ist ein Koffer. Mein Koffer, mein Koffer, mein Koffer. Das schaut gut aus. Aber es ist irgendwie schon echt low, dass die mich nicht treffen. Oh, never mind. So viel zu dem Thema. What the fuck, zum Glück treffen sie mich nicht so extrem. Also das nenne ich mal eine ziemlich heftige Verfolgungsjagd. What the fuck, da geht's nicht weiter. Wo geht's weiter? Oh mein Gott, bin ich dumm. Aber hey, wir haben es geschafft. Also noch lebe ich auf jeden Fall. Es drückt den Scheißknopf und dann hauen wir endlich ab. Und wie es da weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Das war's wieder für heute. Was für ein Chaos. Ich glaub's nicht, dass es Pope erwischt hat. Diese verdammte Stadt. Du kanntest ihn also. Du kanntest ihn. In ein Wespennest gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf zur Centurion Plaza. Gut, und da gehen wir nächste Folge raus. Bis dahin. Ciao.